ungefähr 8 Uhr in der Früh. Und ich mache mich jetzt fertig. Der Plan für heute ist einfach mal Thrift-Shopping mit Freunden. Da bin ich schon super gespannt drauf. Okay. My host dog, Teddy. Welcome in my room. Der Plan für heute ist eben Thrift-Shopping. Ich muss noch was in der Mall besorgen. Und ich werde Brot backen. Also ja, da werde ich euch einfach mitnehmen. Und mein Bett muss ich auch machen. Also ich mache mich jetzt mal fertig. Es ist nicht ganz so mein normaler Alltag, weil ich habe gerade Spring Break. Also ich bin mit meiner älteren Gastschwester, die schon erwachsen, allein zu Hause, weil meine Gasteltern und meine jüngere Gastschwester sind gerade in Mexiko. Und das erste hat das geheißen vom Schuldistrikt, dass ich nicht mit kann. Und dann haben sie halt die Regeln geändert wegen Corona und dem Ganzen. Und dann waren die Flüge ausgebucht. Heißt, ich bin jetzt hier. Aber das macht auch nichts, weil wir machen eine coole Mädelswoche. Genau, und mein Gasthund Teddy, falls ihr den hört, ist auch da. Er ist ein bisschen eine Drama-Queen, aber wir lieben ihn. Hi Teddy! Ich wollte gerade Brötchen machen und ich habe jetzt die ganze Zeit nach einem Blech gesucht. Dann habe ich es gefunden und dann bin ich drauf gekommen, dass wir kein Backpapier mehr haben. Jetzt werde ich das in so kleine Muffinförmchen probieren. Ich hoffe, dass ihr das möchtet, nicht ruinieren. Ja, mal schauen. Okay, kleiner Fail. Ich dachte, ich mache jetzt nicht so viel von dem Teig. Und es sind einfach nur 2 Brötchen geworden. Also, ja. Ich werde mir jetzt Frühstück machen. Also normalerweise unter der Woche esse ich immer Porridge. Aber am Wochenende werde ich mir jetzt einen Avocado-Toast gönnen. Mir die Haare zu machen, hat nicht ganz funktioniert. Also ich schminke mich hier in Kanada eigentlich nicht wirklich. Just Mascara. Also, weil andernfalls ist mir das zu aufwendig. Ich werde mich jetzt dann noch umziehen und dann werde ich eh schon zum Mall gehen. Ja, genau. Das ist mein Outfit for today. Einfach Suit Pants. Und ein T-Shirt, ich glaube, ich werde noch ein Hemd drüber anziehen, einfach weil es so kalt hier ist. Ich habe mich jetzt umentschieden, also ich werde jetzt die Hose anlassen und habe mich aber für diesen Pullover entschieden. Genau, und jetzt werde ich eben zum Walmart gehen, ein paar Sachen besorgen. Ich bin jetzt am Weg im Mall, es regnet leicht. Aber wir sind ja nicht das Zucker. Also ich gehe zum Mall meistens so 20 Minuten. Aber ich gehe jetzt auch nicht so schnell. Und jetzt werde ich eben zum Mall gehen, das Paket abholen, ein paar Sachen besorgen. Ja, wie man sieht, es hat jetzt doch stärker zu regnen begonnen. Aber ich bin jetzt schon am halben Weg und ich möchte jetzt nicht umdrehen. Jetzt gehe ich einfach zum Mall und hoffe, dass ich nicht nochmal kranke, weil die ganze letzte Woche bin ich gelegen und ja, aber ich bin ja warm angezogen, also das müsste passen. Und hier in Kanada irgendwie, also alles ist viel offener, hier sehen wir uns jetzt nicht so gut, aber halt generell es ist ganz anders wie in Österreich und mir gefällt es eigentlich recht gut. Also ich war am Anfang so, ja, wir haben immer voll das schöne Wetter. Hatten wir auch. Und jetzt, wo ich die Videos mache, die ganze Zeit Regen. Ist nicht optimal, aber kann man nichts machen. Und hier in Kanada, die Ampeln.
Ich war so confused. Das Mal, wo ich über die Straße gehen wollte, bin ich so gestanden und habe halt leicht gedrückt. Weil bei uns drückt man halt leicht und dann passt das. Und dann muss man so richtig fest drücken, halt wo ich lebe. Und dann schauen mich schon die ganzen Autofahrer an, irgendwie so, weil ich da sicher 10 Minuten gestanden bin. Und dann bin ich drauf gekommen, okay, vielleicht muss ich ein bisschen fester drücken. Habe ich es geschafft, über die Straße zu gehen. Das war leicht peinlich. Okay, ich bin jetzt bei dem Mall angekommen. Also seit gestern müssen wir in Kanada keine Masken mehr, oder im BC zumindest, keine Masken mehr tragen. Ich will meine Maske trotzdem aufsetzen, weil ich mir einfach sicherer bin. Und dadurch, dass ich jetzt schon eine Woche krank war, möchte ich nicht Corona bekommen und dann nochmal eine Woche Quarantäne sein. Darauf kann ich wirklich verzichten, also werde ich meine Maske halt aufsetzen. Jetzt wieder von dem Mall daheim. Ich habe jetzt hier schon eine Tomatensauce gekocht, weil wir morgen eben Pizza Night machen und jetzt habe ich mir einen Kaffee hergerichtet und werde noch jetzt eben noch ein bisschen relaxen und dann gehe ich eh schon los zum Driften. Court, the food court, the Honorable Judge Cinnabon presiding. Ich bin jetzt am Weg zum Thrift Shop, also generell in der Gegend, wo ich lebe, also wohne, da kann man alles super zu Fuß erreichen. Also ich glaube, ich gehe eine halbe Stunde und das ist dann auch gut, dass man halt ein bisschen was gemacht hat. Wie ihr sehen könnt, das Wetter ist wieder wunderschön. Also in Nanaimo ist es halt so, es ist wunderschön draußen und du gehst raus und dann fängt es an zu regnen. Es regnet meistens so eine Stunde und dann ist wieder komplett schönes Wetter. Also ich verstehe das da nicht ganz so, aber ich bin froh, dass es jetzt nicht mehr regnet. Und ja, jetzt gehe ich eben zum Thrift Shop und treffe mich dann mit meinen Freunden da und da werde ich euch dann mitnehmen. Ich habe jetzt die Jacke doch zu machen müssen, weil es einfach, es ist nicht kalt, aber es geht halt ein sehr kalter Wind. Was es dann doch wieder kalt macht. Ich bin generell ein bisschen kaltempfindlich. Ich renne eigentlich jeden Tag mit meiner Winterjacke herum. Ich habe auch Kanadier gesehen, die sind bei minus 1 Grad mit kurzer Hose herumgegangen. Da habe ich mir gedacht, okay, Kulturschock. Und ja, ich bin eben gerade am Weg zum Mall. Und hier sieht man es besser. Also es ist halt alles ziemlich offen. Ganz anders in Österreich. Also wo ich wohne, in Salzburg. Ja, also hier kann man jetzt die Sportplätze nicht ganz so gut sehen, wie ich eigentlich dachte. Das sind die Sportplätze meiner Schule. Ich gehe auf die Dover Bay Secondary School. Ich bin super zufrieden. Also Schule ist in Kanada anders als in Österreich. Also das sind die Sportplätze. Und da ist eben gerade ein Baseballspiel, ich glaube. Schule ist all about socializing. Also es ist nicht so wie in Österreich alles rund ums Lernen, sondern hier in Kanada ist alles rund ums Socializing und Sportclubs sind extrem wichtig. Aber ich finde das Schulsystem eigentlich richtig gut, weil man hat halt 4 Fächer, jeden Tag die gleichen, dafür länger, ich glaube ungefähr 90 Minuten. Ja, also man kann sich halt viel besser spezialisieren, auf das, was einen interessiert. Genau. Genau, und das hier ist eben meine Schule. Also der Parkplatz meiner Schule. Normalerweise ist am Wochenende da gar kein Auto. Aber weil da eben, wie gesagt, ein Baseballspiel ist, glaube ich, sind jetzt sehr viele Autos da. Alle Leute, die ich kenne, sobald man 17 ist, kommen die mit dem Auto zur Schule. Also das ist ja halt generell in Kanada so. Bei jeder Schule gibt es einen riesigen Parkplatz. Hi, this is YouTube channel. I'm Edja and
This is Bella. Hi, I'm Bella. Yeah. We like Heidi. Like a like and subscribe. Yeah. And share the video with yes. people. Oh my god, and I look comment. Fat. Comment. Yeah, comment. Down below. And like. And subscribe. Like two times. And come to Tim Hortons. Yeah. We like you. Get a French vanilla. No, get a latte. Fine. Okay, also ich werde Thrift shoppen und ich habe einiges gefunden. Ich dachte mir, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Also ihr müsst wissen, ich liebe den Matilda Diaf Style, falls ihr sie nicht kennt. Ihr findet sie sofort auf Instagram. Ich liebe den Style mit Oversized Blazer. Und darum habe ich da ganz schön viele Sachen gefunden. Als erstes habe ich diesen Blazer gefunden. Und das ist eben ein Oversized Black Blazer. Perfekt für den Frühling, einfach mal um in die Schule zu gehen, statt einer Jacke. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht, aber der ist eben, okay, das sieht man jetzt im Video gar nicht. Der ist eben gestreift, also der hat so ganz dünne weiße Streifen. Das ist das erste, was ich gefunden habe. Dann einfach braunes Top, Matilda Diaf. Also ich, mein ganzer Thrift Haul war inspired of her, eben ein braunes T-Shirt. Für den Sommer. Dieses T-Shirt, also das ist hier so überkreuzt. Oh mein Gott, meine Lichtqualität ist gerade so schlecht. Das Shoes. Ich fand die super süß und wir haben hier eben so ein bisschen einen Glitzer. Also sind nicht ganz so langweilig. Einen anderen Blazer. Der ist eben ganz schwarz. Ich habe nämlich daheim so in Österreich einen grauen und einen braunen und ich liebe die einfach so im Frühjahr. Und jetzt habe ich eben noch einen schwarzen oder eine schwarze gestreiften. Ja, also der hat eben ein paar Schulterpolster, die werde ich eben vielleicht noch rausgeben lassen. Aber genau, der zweite Schuh eben. Also ich fand die so süß, einfach so mit einem schwarzen Kleid oder mit einer Anzugshose und einem Oversized T-Shirt und dann die Schuhe. Ich glaube, ich schaue richtig süß aus. Ganz normales schwarzes T-Shirt. Weil ich habe. Literally, ich habe so viel daheim vergessen. Ich dachte mir so, okay, du bist super vorbereitet. Und ich war noch so, ja, ich habe sogar ein Kilo. Bin ich unter dem Gewicht, was man haben darf? Ich habe so viel vergessen. Leute, wirklich. Checkt alles nochmal. Also, ich habe alles Notwendige mit. Aber würde ich nochmal packen, würde ich so viel mehr Gewand mitnehmen, was es denn da gibt und mehr Schuhe. Aber falls ihr wollt, kann ich da mal, könnte ich ein Video dazu machen, was würde ich anders packen. Genau, und dann eben noch eine Anzugshose. Also ich habe mir eine Anzugshose bestellt. Die Aritzia sind ja nicht ganz billig. Vielleicht schicke ich die sogar zurück, weil ich die gefunden habe. Die ist einfach fast gleich und die hat einfach nur 7 Dollar gekostet. Also ja, ich habe für alles 30 Dollar gezahlt, was ja nochmal weniger ist. Also ja, ich bin super zufrieden mit dem, was ich gefunden habe. Ich werde das Ganze jetzt durchwaschen und dann vielleicht eh schon nächste Woche anziehen, mal schauen, wie das Wetter wird. Also wie gesagt, ich hoffe, es regnet nicht. Drama Queen. Teddy. Also wie gesagt, ich hoffe, es regnet nicht ganz so viel, aber ja, mal schauen. Oh mein Gott. Das ist die Hose, die ich getriftet habe. Und die sitzt einfach perfekt. Oh mein Gott, ich bin gerade so happy. Ich hätte die fast nicht genommen und meine Freundin meinte so, nee, die musst du nehmen und oh mein Gott, ich bin gerade so happy. Ah. Okay, das ist eben mit dem schwarzen Blazer. I mean, it's a look. It's a look. Love it. Und jetzt werde ich dann eben noch den anderen Blazer anziehen. Okay, der ist more oversized. Ist mehr so wie eine Jacke. Aber den fahre ich auch irgendwie. Also, den hätte ich auch fast nicht genommen. I like it. Okay, das ist das erste Top. Ja, einfach schwarzes Sommertop, super angenehmer Stoff. Also das ist, ich glaube, so ein Sportstoff. Ich mag es eigentlich recht gern. Genau, das ist eben das braune Top. Das ist auch eher so luftig. Ja, erinnert mich irgendwie an ein Einzelton-T-Shirt.
ist natürlich auch wieder so ein Sportstoff. Also ja, aber ich glaube, das kann man auch ganz cool stylen. Genau, und das ist eben das letzte Top. Das gibt mir irgendwie so 2000er Vibes. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so anziehen würde. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Also ja, für den Sommer geht's auf jeden Fall. Hi, ich bin gerade aufgestanden und ich werde jetzt Tiramisu machen. Ja, mal schauen, wie das wird. Fertig. Die kommt jetzt noch in den Kühlschrank und danach kommt noch Kakao drauf. Als erstes dachte ich mir, oh mein Gott, ich habe viel zu viel Creme. Ist sich dann aber genau ausgegangen. Also ja, das ist ja ein ganz kalorienarmes Dessert. Frustus. Nein, aber ich liebe Tiramisu. Wer mich kennt, ich hatte so eine Backphase. Da war ich wie diese nervigen Pferdemädchen halb mit Backen. Meine Kuchen haben nicht immer ganz so gut geschmeckt und jetzt bin ich halt drauf gekommen, ja, wenn man die Rezepte von Oma und Mama macht, dann schmeckt es halt doch besser. Und das ist eben ein Rezept von meiner Oma und von meiner Mama und ich liebe die Tiramisu, also ja, ich glaube, das wird ganz gut und dann gibt es eben am Abend noch Pizza, also so Italian Night, freue ich mich schon recht drauf. Okay, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Das ist mein Outfit für today. Ich gehe jetzt mit meiner Host-Sister zum Mall. Also wir fahren zum Mall und schauen einfach ein bisschen durch und gehen zu Lululemon, weil meine Gastschwester eine Yogamatte besorgt, weil wir gehen heute Yoga gemeinsam um 5. Genau, und da werde ich euch dann ein bisschen mitnehmen. Ich habe mich jetzt gerade umgezogen und wir gehen jetzt Yoga. Also meine Host-Sister hat mich gefragt, ob ich mit ihr mitgehen mag und ja, ich bin schon gespannt. Okay, also ich bin jetzt gerade auf dem Weg in die Mall wieder mal. Ich muss was besorgen, also so Radlerschwarz, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Weil ich gehe jetzt dann in Hot Yoga und das ist so richtig warm und ich habe nur lange Leggings mit. Darum muss ich mir eben kurze besorgen und dann gehe ich jetzt in die Mall. Es regnet mal wieder, wie man an meinem Outfit sehen kann. Ich hoffe, dass das vorbei ist, wenn ich dann heimgehe, weil ich möchte nicht, dass meine Sachen nass werden. Aber ja, mal schauen. Okay, kleines Update. Ich bin jetzt bei dem Mall angekommen. Ich bin, ja, ziemlich nass geworden und es geht richtig schnell. Und ich hoffe jetzt, dass sie diese Bike geschafft haben. Otherwise bin ich hier ganz umsonst hingegangen. Und das Wetter ist jetzt auch nicht so perfekt. Ja, mal schauen, ob die das haben. Also der Regen ist stärker geworden. Ich bin schon nass, wie man sehen kann. Ich habe die Sachen bekommen und auch noch ein süßes Top. Also da bin ich zufrieden. Ich bin nur komplett nass. Also wenn ich dann daheim bin, muss ich wahrscheinlich eine Dusche nehmen, weil oder ein Bad. Ja, es ist komplett kalt. Wie immer. Man sieht, meine Haare sind komplett nass. Es ist ein ganz feiner Regen, aber durch den Wind kann man halt alles ab. Aber ich musste ja zum Mall gehen, weil ich das jetzt genau in dem Moment brauchte. Genau, und morgen werde ich dann eben wieder ins Gym gehen. Und übermorgen habe ich dann
Pilates. Ja, das ist jetzt mal so der Plan. Ich bin jetzt daheim. Meine Haare sind komplett nass. Ich werde jetzt duschen gehen und meine Sachen aufhängen. Meine Jacke, meine Schuhe, alles komplett nass. Geht nicht raus, wenn es regnet. Oder geht zumindest nicht zum Mall, wenn es regnet, zu Fuß. Ich hoffe einfach, ich werde jetzt nicht krank nochmal. Okay, wie ihr gesehen habt, wir waren gerade mit dem Hund spazieren, also mit Teddy. Und ich war heute auch schon im Gym. Eigentlich hätte ich mich mit einer Freundin getroffen, das ist dann aber doch nichts geworden. Jetzt habe ich einfach den Tag heute genutzt, um Schulsachen zu erledigen, weil ich da vieles nachholen musste. Und just relaxing. Genau, und das war es eigentlich auch heute. Das ist the fit of today. Also einfach eine Anzugshose und ein Lululemon Top. Genau. And here's Teddy again. Okay, now I will start making dinner. We made an asparagus, strawberry feta salad. Yeah, and I will start now. I hope this will work out. My mom made the salad and I love it, but yeah, I hope I can do it. Strawberries. Now I will make olive oil, garlic, lemon vinaigrette for the asparagus. This is such a good summer salad. I love it. Yeah, I hope it will taste like my mom's. I'm not that good in the kitchen. Oh my god, ich spreche gerade Englisch. Ich spreche jetzt wieder Deutsch. Also jeder, der mich kennt, ich war in so einer Backphase, dann war ich so, nee, Backen ist doch nicht so gut. Jetzt liebe ich es wieder und ich habe Kochen für mich entdeckt. Also ich finde, Kochen ist so richtig relaxing. Ich bin nicht so gut, also ich habe nicht solche Skills wie meine Mama, aber solange das schmeckt, passt es. Und ich schwöre, ich habe so Angst, dass ich dieses Haus abfacke. Ich habe einfach Angst, dass ich dieses Haus zerstöre meiner Gastfamilie. Weil die nicht da sind. Ich check jetzt immer, okay, ist der Ofen eh aus und stuff like that. Ich mag nicht verantwortlich sein, dass das Haus abbrennt. Let's go to yoga. So, das war's dann auch schon wieder mit meinem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es war jetzt nicht ganz so spannend, weil ich eben sehr viel für die Schule nachholen musste. Nächste Woche wird spannender, da werde ich mich dann auch mit mehr Freunden treffen und dem Ganzen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.